Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute stelle ich euch die 7 besten Smartphones bis 400 Euro vor. Wie immer gilt, sollte euch das Video gefallen, lasst uns doch gerne ein Like und ein Abo da, um in Zukunft keine neuen Videos mehr zu verpassen. Lasst uns nun mit dem Video beginnen, also lehn dich zurück und viel Spaß! Das Note 11 Pro 5G ist das Flaggschiffmodell im vierköpfigen Ensemble von Xiaomi. Es ist rund 150 Euro teurer als das bereits gute Basismodell Note 11 und bietet neben dem namensgebenden 5G-Handys auch ein deutlich größeres Display mit höherer Bildwiederholrate. Sowie eine bessere Hauptkamera, die allerdings identisch auch in den neuen Mittelklasse-Modellen des Note 11 S zu finden ist. Trotz des höheren Preises gehört das Note 11 Pro 5G immer noch zur Mittelklasse, auch wenn die Ausstattung durchaus nach Oberklasse aussieht. Das Display ist über jeden Zweifel erhaben und kann locker mit teuren Konkurrenten mithalten. Lediglich die variable Bildwiederholrate, die bei neuen Oberklasse-Modellen üblich geworden ist, fehlt hier. Auch die Kameraausstattung ist, abgesehen von der guten Hauptkamera, nicht sehr hochwertig. Die Beschränkung auf Full-HD-Videos ist enttäuschend und die Zusatzkamera hätten wir im Vergleich zu den Basisversionen dieser Preisklasse durchaus ein Upgrade vertragen können. Der 5000 mAh Akku wird durch das integrierte 5G-Mobilfunknetz und den starken Akku gefordert und sollte etwas länger durchhalten als bei den kleineren Modellen. Laufzeit von 1,5 bis 2 Tagen bei moderater Nutzung sind aber dennoch möglich. Im Lieferumfang ist auch ein Netzteil enthalten, das das Gerät mit 87 Watt Ladeleistung relativ schnell wieder aufladen kann. Das Oppo Reno 6 5G ist ein ziemlich hochwertiges Smartphone, das in der oberen Mittelklasse oder sogar in der Oberklasse angesiedelt ist. Das Smartphone hat alles, was heutzutage sehr angesagt ist. Ein helles AMOLED-Display mit 90 Hz, einen ausreichend großen Akku, der mit 65 Watt sehr schnell wieder aufgeladen werden kann und die neueste Funktechnologie in Form von Wi-Fi 6 und 5G Mobile. Schön ist hier vor allem, dass die Kamera recht gute ordentliche Fotos liefert, die zwar nicht auf Flaggschiffniveau sind und vor allem bei wenig Licht schwächeln, aber insgesamt einen guten Eindruck hinterlassen. Die Makrolinse hat leider, wie so oft, nur eine Auflösung von 2 Megapixeln. Das macht die Makrofunktion zwar zu einem netten Spaß, reicht aber nicht aus, um wirklich ausgefallene Nahaufnahmen zu machen. Die Leistung des Chipsatzes ist in Ordnung, fällt aber im Vergleich zu ähnlich teuren Konkurrenten ein wenig zurück. Vor allem der träge Speicher ist einer der Gründe dafür. Der Speicher ist leider auch nicht erweiterbar. Stereo-Sound aus den Lautsprechern fehlt ebenso wie die Wasserdichtigkeit des Gehäuses. OnePlus geht mit seinen Mittelklasse-Modellen in die nächste Runde und präsentiert das Nord 2T 5G. In gewisser Weise kann es als Nachfolger des äußerst erfolgreichen Nord 2 bezeichnet werden. Es besticht durch einen großen OLED-Bildschirm, der mit 90 Hz voll im Trend liegt und damit Bewegung flüssiger darstellen kann als herkömmliche Displays. Im Inneren wirkelt nun der leicht verbesserte MediaTek Dimensity 1300 Chipsatz, der in Varianten mit 8 oder 12 GB RAM erhältlich ist. Beide Speichergrößen bieten grundsätzlich genügend Reserven für die meisten Aufgaben und intensives Multitasking. Die Kamera löst mit 50 Megapixeln auf und liefert wirklich gute Fotos. Leider enttäuscht das Ultraweitwinkelobjektiv mit nur 8 Megapixeln. Das hätte OnePlus in Anbetracht des Preises noch verbessern können. Immerhin hat der Akku eine Kapazität von 4500 mAh, was locker für einen ganzen Tag reicht. Zwei LED-Ringe um die Kameralinsen auf der Rückseite machen das Oppo Reno 8 Lite 5G zu einem echten Hingucker. Das Mittelklasse-Handy verfügt über ein AMOLED-Display, das in Sachen Farbwiedergabe eine gute Figur macht. Die Akkulaufzeit ist gut und reicht locker für einen Tag intensiver Nutzung. Die Hauptkamera mit 64 Megapixeln macht schöne, scharfe Bilder, vor allem bei guten Lichtverhältnissen. In der Dunkelheit sind die Ergebnisse jedoch eher enttäuschend. Auch die Makrokamera mit nur 2 Megapixeln ist nicht wirklich brauchbar. Der integrierte Mono-Lautsprecher klingt blechern und schlecht. Die Leistung des verbauten Cryo 660 Gold ist in Ordnung, aber nicht wirklich überragend. Daran ändern auch die 8 GB Arbeitsspeicher nicht. Das Handy bietet trotzdem eine anständige Leistung und ist ziemlich leicht. Das Xperia 10 III von Sony ist ein relativ robust gebautes Smartphone, das preislich in der oberen Mittelklasse, technisch aber definitiv in der Oberklasse anzusiedeln ist. Vor allem das scharfe OLED-Display ist beeindruckend. Dank HDR-Unterstützung und dem besonders langgestreckten 21:9 Format erbringt es hervorragende Multimedia-Leistung. So lassen sich auf diesem Display beispielsweise Filme im Querformat ohne störende schwarze Balken genießen. Echtes Vollbild. Auf der Rückseite befindet sich eine echte Triple-Kamera, deren drei Objektive separat genutzt werden können. Zur Verfügung stehen ein Weitwinkelobjektiv, ein Ultraweitwinkelobjektiv mit einer Brennweite von 16 mm und ein Teleobjektiv für weiter entfernte Motive. Praktisch ist hier besonders der umfangreiche Automatikmodus, der erkennt zahlreiche Motive und passt die Kameraeinstellung zielsicher an, egal ob man bei Gegenlicht fotografiert oder ein Foto von seinem Haustier macht. Im Inneren werkelt ein Snapdragon 690, der mit allen gängigen Funkverbindungen außer Wi-Fi 6 umgehen kann und sogar 5G fähig ist.
Der 4500 mAh Akku ist solide, bricht aber keine Ausdauerrekorde. Ein bis zwei Tage sollte man mit ihm aber trotzdem auskommen. Besonders praktisch ist, dass das Handy dank IP68-Schutz vollständig gegen Wasser und Staub geschützt wird. Nach dem spieleorientierten Premium-Smartphone F4 GT bringt Poco nun das Basisgerät F4 heraus. Es ist rund 100 Euro günstiger und damit in der Smartphone-Mittelklasse angesiedelt. Statt des aktuellen Snapdragon 8 Gen 1 kommt im GT-Modell der eine Generation ältere Snapdragon 870 als Rechenherz zum Einsatz, der aber auch genügend Power für alle denkbaren Anwendungen hat und 5G-Mobilfunk unterstützt. Das Display bietet OLED-Farben mit flüssigen 120 Hz und typischer Full-HD-Schärfe. An der Bildqualität gibt es in Anbetracht der Preisklasse nichts zu meckern. Der Akku ist nicht allzu groß, hält aber ein bis zwei Tage durch und lässt sich mit einem 67 Watt Netzteil auch recht schnell wieder aufladen. Die Kameraausstattung ist identisch mit der des F4 GT. Die Hauptkamera schießt schöne Fotos mit guter Dynamik, aber die beiden Zusatzkameras sind eher durchwachsen. Aufgrund der fehlenden optischen Bildstabilisierung sind Action-Videos etwas verwackelt. Das Motorola Edge 30 ist in der oberen Mittelklasse angesiedelt. Das Smartphone überzeugt mit seinem sehr dünnen Design und einem hellen AMOLED-Display. Nicht ganz so gut schneidet die Kamera ab. Zwar sind die Bilder der Hauptkamera bei Tageslicht ganz gut, beim Zoom schneidet die Technik jedoch schlechter ab. Auch das Ultraweitwinkelobjektiv und die Frontkamera haben mit Detailverlusten zu kämpfen. Der Prozessor hingegen liefert eine mehr als solide Leistung und die Arbeitsgeschwindigkeit im Alltag sowie bei mobilen Spielen ist ganz gut. Positiv hervorzuheben ist die Schnellladefunktion mit 68 Watt. Kabelloses Laden ist aufgrund der Bauweise des Geräts allerdings nicht möglich. Es ist einfach zu dünn, um die nötige Technik im Gehäuse unterzubringen. Unterm Strich ist das Edge 30 von Motorola ein solides Smartphone für die Mittelklasse. So, das war's dann auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Welches Smartphone war euer Favorit? Schreibt's in die Comments. Die Links zu den Produkten findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Abonniert gerne den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.